Es geht hier nicht um Status, es geht um... Genau, um? Was passiert heute? Um was geht es? Clevere Investitionsmöglichkeiten. Um Ego-Probleme. Nämlich heute habe ich eine Uhr zum Listenpreis wieder angeboten bekommen und ich war der Meinung, dass wir es nicht tun, aber anscheinend sollen wir es doch tun. Rolex Store, Mall of the Emirates. Diesmal die teuerste, glaube ich, zum Listenpreis. 203.000 daran. Habe ich die bekommen, weil ich am Ende des Monats Geburtstag habe und der sagt, hey, ich habe schon eine Uhr für dich bekommen, bla bla, komm die abholen. Das ist viel Geld, ich war auch am Überlegen, ob ich die nehmen soll oder nicht. Aber das ist ein Modell, was es erst seit kurzem auf dem Markt gibt und dieses Modell habe ich noch nie vorher gehabt. Ich habe das einmal gekauft und dann hab ein Kumpel das gesehen, dieses Modell, sagt, Bro, kann ich die haben für meinen Bruder, der will die unbedingt, müsste kommen. Sky Dweller habe ich nicht in meiner Kollektion und heute wird die abgeholt. Und Tanner, erstmal den Tanner vorstellen. Tanner ist unser Partner, Kollege und Journalist aus Berlin. Der hat uns ganz viele, der ist gestern gekommen aus Berlin und hat uns ganz viel Spekulatius. Wie heißt diese Marke? Schmidt? Lebkuchen Schmidt. Lebkuchen Schmidt aus Nürnberg. Das soll wohl, also ich kenne mich da nicht so aus, aber. Das ist so der Lamborghini unter dem Spekulatius-Gebäck. Ich freue mich sehr. Mich begleitet heute Tanner hinter der Kamera. Let's go! Okay, wir sind jetzt in der Mall of the Emirates. Gehen jetzt da rein zu demselben Mann, wo ich all meine Uhren zum Listenpreis gekauft habe. Und ja, wir holen die Uhr ab. Die erste Uhr habe ich in Deutschland gekauft. Das war eine Dings da. Submarina Blau Blau. Ich kaufe die Uhr nur, weil ich mir das nicht entgehen lassen möchte. Aber ich bin so zu der Überzeugung gekommen, dass ich jetzt meine so Rolex-Kollektion, weil ich habe ja nur, ich habe eine Patek-Uhr, sonst alles nur Rolex, die ich Kollektion loswerden will. Nee, ich habe noch so eine Piaget Polo S oder so und dann habe ich noch eine Omega, diese Swatch Omega Collaboration. Habe ich geschenkt bekommen. Ladies and Gentlemen, ich stelle euch hier den Mann hinter der Kamera vor. Tanner ist unser Mann hier aus Berlin, neu in unserem Team. Er ist unser Partner und Kollege, Journalist, der schon ganz, ganz viele Projekte realisiert hat, ganz viele große Projekte international realisiert hat. Also nicht diese 0815 Sachen. Ich arbeite nur mit Profis und dementsprechend, ich habe den heute in der Kamera. Warte, ich filme dich mal ganz kurz. Wir sind jetzt hier gelandet, weil der Mann ein bisschen länger braucht. Und ich habe noch einen Mann hier am Start, nämlich den Cousin, der Sherp, ist mein Cousin ersten Grades. Ersten Grades. Einer von über 50, die ich habe, ist so, voilà. Also ungefähr. So von väterlicher Seite habe ich über 50 Cousins ersten Grades. Ja? Und die haben wiederum Kinder und deren Kinder haben. Nee, deren Kinder haben keine Kinder, ne? So weit sind wir. Ja, Sherp ist Ruhrgebiet Sherp, auch bekannt als Dortmund Nordstadt Sherp. Genau. Ja. Jetzt geht's los. Ja. Geil. Was soll ich jetzt machen? Soll ich tanzen? Anschauen. Okay. Erster Eindruck. Schön, die ist auch heavy so. Ich mag keine schweren Uhren, um ehrlich zu sein. Aber ich nehme die trotzdem. Das ist die erste in diesem Store, die die haben. Also mit dem Dial. Anscheinend ist das Modell auch neu. Aber wenn ihr wisst. Was ist das für ein Gefühl? Soll ich ehrlich sein? Oder soll ich jetzt auf nett machen? Die sagt, oh, ich bin excited. Nein, ich bin nicht excited. Du ist schön so. Der soll die jetzt einpacken und ich nehme die mit. Fertig. Aber für die Zuschauer, oh, ich bin voll aufgeregt. Ich freue mich voll, als wenn es meine Hochzeitsnacht wäre. Aber wieso ist die Schließe so? Was voll die scheiß Schließe? Ich mag die gar nicht. Weil die können jeden Moment zack runterfallen. Die hier, guck mal die hier, die schließt so erstmal zack und dann hast du nochmal so einen Sicherheitsverschluss. Dann kann die nicht runterfallen. Aber wir wollen ja nicht jammern. Jo, Cousin? Cousin aufgeregt? Nein. Das ist übrigens die teuerste Uhr, die ich je bei Rolex zum Listenpreis kaufe. Die teuerste vom Einkaufspreis, vom Wert glaube ich auch. Die ist 240, die andere ist so 260 wert, das haben wir ja gesehen eben. Aber mit der Karte, das teuerste, was ich je mit der Karte bezahlt habe, war ein Rolls-Royce, den ich mit MX bezahlt habe. Da habe ich ganz viele Punkte bekommen. Punkte transferiere ich dann immer auf meinen Dings, auf meinen Emirates-Account und dann kann ich immer Upgrades machen. Ich muss nie, also ich fliege immer Business und ich muss nie dafür bezahlen. Ich hatte das noch nie gehabt, dass ich Business-Folge kaufen musste. Stark. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Kann man machen. Wow. Sagst du, okay. Brother, what about all my watches, what I'm on the waiting list? Yeah, and it's been like too long that I'm waiting. Inshallah. Ist schön, ne? Ist sehr, sehr schön. Ooh. Yeah. Done, huh? So what, you want me to jump now or what? Okay. I'm happy, I'm always happy when I see you. When I come here, when you give me watches, I'm happy. As long as not rubbish watch. Ist schön, das ist eine hochwertige Uhr. Also das ist eine, mit der kannst du dich blicken lassen. Das ist eine geile Uhr.
keine Frage. Aber ich weiß nicht, die habe ich im Safe gehabt und bin heute ohne Uhr ins Büro gegangen, damit ich die endlich aus dem Safe wieder im Büro safe, aus dem Safe raushole. Ich weiß nicht, so schlägt da nicht mehr viel Wert drauf, um ehrlich zu sein, auf so goldene Uhren und so. Es war schön, eine zu haben, ist auch cool, so Status, aber wem willst du was beweisen? So, ist schon, haben wir schon alles hinter uns, die Scheiße. Dankeschön, mein Bruder. Ich muss die Freude immer mit Sammy teilen. Sammy, sag mal kurz, du bist auf YouTube, sag mal hallo. Like was für YouTube, mein YouTube. Das ist doch alles out. Erleben, ist erleben. Hallo. Wer hier oder der hier? Sind beide hässlich. Kennt ihr euch? Ja, natürlich. Woher kennt ihr euch? Das habe ich auch geschenkt bekommen von Kumpel Mo. Das habe ich gestern von Global Village gekauft für 5 Euro und das hat meine Tochter gemacht für mich. Ab jetzt nur noch so, ich schlafe jetzt so. Zeig nochmal, die zwei zusammen. Das sind die schon über 100.000 Euro, Dion. Aber ich muss dazu sagen, Rolex ist ja auch nicht jetzt diese so unter den Luxusuhren die teuerste Marke. Ne? Es gibt Richard Mille Uhren, die gehen über 2 Millionen und so. Ne? Obwohl ich Richard Mille gar nicht feiere, weil ich habe so das Gefühl, dass es so künstlich gepusht ist. Naja, auf jeden Fall, jetzt habe ich die Uhr. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, Leute, und ihr habt was dazugelernt. Und wenn nicht, dann auch egal. Passt auf euch auf, bleibt gesund, peace out.